Hallöchen, meine Lieben! Heute ist der 12.03.2022 und alle, die uns lange verfolgen, wissen, was heute für ein Tag ist. Und zwar, meine große Maus wird einfach 3 Jahre alt. Und ich wollte euch jetzt mitnehmen bei den Vorbereitungen. Ihr hört, glaube ich, schon im Hintergrund die Küchenmaschine, denn wir backen jetzt zuerst unseren Kuchen. Wir waren gerade schon mal einkaufen und haben alles besorgt, was wir noch brauchen. Genau, alles, was eben noch gefehlt hat, Erdbeeren für den Kuchen und sowas und alles für die Snacks morgen, haben wir denn schon besorgt gerade eben. Und hier in der Küche habe ich jetzt schon mal die beiden Formen vorbereitet, denn es wird eine doppelstöckige Torte. Das ist dann unten, das ist oben. Und hier mache ich jetzt gerade schon einmal den Biskuitteig. Da sind jetzt schon mal die Eier mit dem Zucker und da kommt jetzt gleich noch Mehl dazu. So, beide Teige sind jetzt fertig. Den habe ich ein bisschen rot gefärbt, weil das nachher der Erdbeerteil wird. Also unten Erdbeer. Und der ist jetzt komplett mit Vanille. Da habe ich noch eine Vanilleschote mit reingemacht. Und die beiden kommen jetzt in den Ofen. Den habe ich schon mal vorgeheizt. Und die können jetzt beide da rein. Und da ist das Geburtstagskind. Hallo. Hast du Geburtstag? Ja. Ich mache jetzt hier gerade Mehl mit Backpulver. Ne? Das kommt jetzt gleich hier. Das wird jetzt der Schokokuchen. Ne? Ich hab schon. Super. Zeig mal deinen schicken Pullover. Lia 3. Oh ja. So, Juna habe ich jetzt einmal hier die Federwiege gelegt. Die schläft jetzt ein bisschen. Hier seht ihr auch schon überall Paw Patrol ausgebrochen. Und hier läuft der Hühler, weil Juna das Geräusch liebt und weil diese Luftballons hier von Amazon total stinken. Und deswegen haben wir jetzt hier mal aufgemacht, damit wir ein bisschen auslüften können. Und der Hühler macht dann direkt eine Luftwäsche mit. Lea möchte jetzt unbedingt hier die Knabberbox essen. Komm, Schatz, wir machen das in die Schale rein, ja? Ja. Wir hatten uns heute beim Einkaufen ausgesucht zum Geburtstag. So, ich musste jetzt einmal die Kameraspeicherkarte leer machen. Aber jetzt geht's wieder. Lea hat hier schon die Sky rausgeholt. Und es sieht hier aus wie ein Chaos, wie ihr seht. Aber es ist, glaube ich, so, wenn man backt. Genau, ich habe jetzt schon gerade hier... bin ich bei der Fruchtfüllung bei. Einmal gibt es ja einen Teil mit Erdbeeren, also Buttercreme und frischen Erdbeeren. Hier koche ich jetzt gerade Apfelmus. Dann gibt es nämlich einen Teil mit Äpfeln. Und genau, meine beiden Böden sind fertig. Hier, den habe ich sogar schon durchgeschnitten. Ich weiß nicht, warum er hier in der Mitte so zusammengefallen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier der Apfelteil. Sehr, sehr schön geworden. Der Schoko ist gerade noch im Kuchen. Der Schokokuchen ist gerade noch im Ofen. Ich weiß auch gar nicht, warum der nicht fertig werden möchte. Also der ist... noch total wabbelig. Ja, und warum der vor allem so hochgekommen ist. Ich habe genau das gleiche Rezept genommen wie vorher auch. Aber der ist so hochgekommen, die anderen sind eher zusammengefallen. Also keine Ahnung, was da los ist. Aber das kann man ja zum Glück alles abschneiden. Und hier steht auch schon der untere Teil. Das ist ja der Erdbeerteil. Der ist jetzt nicht so rot geworden wie gedacht. Aber ist nicht schlimm. Auch der hier ist in der Mitte ein bisschen zusammengefallen. Aber erst als er abgekühlt ist. Naja, egal, den werde ich jetzt gleich auch schneiden und dann können wir den auch schon füllen, weil den Pudding für die Buttercreme habe ich auch schon gemacht. Es ist übrigens unglaublich stressig heute. Also ich bin froh, dass Juna jetzt gerade mal schläft, weil da hatten wir gerade schon wieder einen Zwischenfall, was mich völlig fertig gemacht hat, wo ich hier wirklich alles hinschmeißen wollte. Denn Lia, sehr, sehr müde, die macht jetzt bei der Tagesmutter immer einen Mittagsschlaf und der fehlt ihr heute irgendwie. Also sie ist so schlecht drauf. Froh, wenn Felix gleich kommt und wir dann ihr Geschenk auspacken und dass wir dann ein bisschen rausgehen oder sowas. Ich habe ja dann schon alles vorbereitet, fast alles, was ich heute noch machen muss und das kann ich erst morgen früh machen. Was ich heute noch machen muss, ist jetzt erstmal die Torte fertig und dann halt komplett Fondant. Ne? Also ich habe hier insgesamt 3 Kilo Fondant bestellt und Lebensmittelfarbe und werde dann natürlich, also die Schokotorte wird komplett eingedeckt, das wird ein ganz, also der Rubble-Kopf sozusagen, hat sie sich gewünscht und dann gibt es noch die doppelstöckige und die wird als Zentrale gemacht sozusagen. So, die Apfelfüllung ist also auch fertig, da habe ich jetzt einfach Apfelmus selber gemacht und ein paar Stückchen gelassen. Das genau, kam letztes Mal sehr, sehr gut an, als ich die Apfelfüllung gemacht habe. Und genau, bei den Erdbeeren gibt es wie gesagt einfach ein paar Stückchen Erdbeeren mit drin. Dann habe ich also das beide schon mal fertig. Buttercreme, wie gesagt, der Pudding ist gerade im Kühlschrank, der kühlt gerade. Kann ich aber auch gleich fertig machen und dann kann ich auch eigentlich schon schichten. Wir warten jetzt hier gerade bei Lia im Zimmer. Und Lia, nein, du musst hier bleiben. Du musst hier bleiben. Mach dir Schiss. Und der Papa ist gerade von der Arbeit gekommen. Und der hat jetzt das Geschenk nach oben geholt.
Und wir warten jetzt hier, bis der Papa das rausgeholt hat, ne? Und dann darf Lia das sehen. Ja, freust du dich auf dein Geschenk? Ja. Boah, ich freue mich da auch richtig drauf. Jetzt bin ich hibbelig. Genau. Die Juna auf dem Arm, die hat gerade ganz schön geschlafen. Ja, aber ich glaube, er ist noch nicht fertig. Er ruft uns dann, wenn er fertig ist, ja? Ich bin wirklich aufgeregt. Das ist los. Lia, nein, stopp. Ich hatte es. Lia, wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du jetzt? So groß. Ja, aber wie alt bist du jetzt? Zeig mir mit deinen Fingern. 2 Tage alt. 2 Tage alt? Ja. Nein, du bist 3, ne? Ja, ich bin 2. 3. 3. Nur so ein Dach. Ja, so ein Dach, ja. So mit Dach. Ja. Da. Ich glaube, Papa baut das noch auf. Schatz. Hä? Ist Papa da? Mit dem Kuchen hat soweit auch alles geklappt. Nur die Buttercreme muss ich vielleicht neu machen. Ja, aber ich höre ihn. Er ist noch nicht fertig, Schatz. Hä? Ja? Noch nicht fertig. Doch genau, nicht? Die Buttercreme muss ich wahrscheinlich noch mal neu machen. Guck mal. Geh mal gucken, Schatz. Ist aber ein Dreck. Ja, ich glaube schon. Da raus. Guck ihn dir doch erstmal an, mein Schatz. Das ist ein bisschen kräftiger. Ja. Ja. Ich habe eine Schraube vergessen. So. So, mein Lieben, es ist der nächste Tag, 13.03. und heute ist Lias Feier. Und wir haben jetzt hier gerade den Tisch frei gemacht und räumen jetzt hier schon mal Teller und sowas rauf. Das habe ich alles bei Amazon bestellt, so ein Set. Genau, und hier haben wir noch 2 Hundenäpfe, die haben wir auch besorgt. Da kommen dann so kleine Leckerchen rein. Oder die kleinen Knochenpizzen, die ich machen möchte. Und genau, sieht das halt so ein bisschen wie Paw Patrol eben, ne? So Hundenäpfe passt ja. Genau, und hier räumen wir jetzt einmal die Servietten und sowas auf. So, hier herrscht immer noch das Backchaos. Ich bin jetzt hier gerade an der zweiten Torte dran. Das wird jetzt die Erdbeertorte. Da wird schon mal einmal Creme aufgetan. Ja, mit Chips. So, also hier das erste Erdbeerstück. Kommt jetzt noch die weitere Buttercreme drauf. Und hier Felix und Lia machen hier noch so kleine Knochenpizzen. Der Geburtstag ist vorbei und ich wollte euch natürlich einmal die Geschenke zeigen. Ich habe das hier einmal aufgebaut, weil ich es jetzt gerade wegräumen wollte. Genau, einmal gab es hier ein Duplo-Set. Wir haben ihr beim Spielzeugladen so ein so ein Geschenkekorb gemacht und da war auch das hier einmal drin. Also einmal so ein Duplo-Set. Das gab es von Oma und Opa. Genau, sie spielt im Moment total gerne mit Papa Duplo. Und wir wollten das so ein bisschen mehr ausbauen, dass sie halt auch ein bisschen mehr bauen kann. Deswegen einmal dieses Set. Dann hat sie noch von meiner Schwester so ein richtig tolles Stickeralbum hier bekommen. Da kann man einmal hier so stickern und auch anmalen. Hier hat sie schon angefangen, wie ihr seht. Und genau, sie liebt ja Stickern und hier sind halt ganz, ganz viele Sticker bei. Und ja, das ist echt mega cool. Von Paw Patrol natürlich. Dann hat sie von meiner Schwester hier auch noch dieses Spiel bekommen. Auch von Paw Patrol. Dann noch einmal hier so für ihre Kinderküche so Joghurts aus Holz. Und hier noch so ein richtig süßes T-Shirt, auch von meiner Schwester. Einen großen Paw Patrol Lolli mit ganz vielen kleinen Lollis drin und Süßigkeiten. Ein UV-Shirt für den Sommer. Dann ein Stickeralbum von Bibi und Tina. Hier noch so ein kleines
Stickerbuch, so ein kleines Baustellenbuch. Conny kommt in den Kindergarten, das Buch. Das haben wir auch in dem Geschenkekorb gehabt. Genau, weil sie ja jetzt gerade in den Kindergarten gekommen ist. Und da fand ich das total schön. Und da hat sie sich auch mega drüber gefreut. Und dann hier noch ein Malbuch am Meer. Sie malt ja, also wenn es geht, würde sie den ganzen Tag malen. Das ist echt total ihr Ding gerade. Und dann hier, dieses Spiel haben wir auch noch im Geschenkekorb gehabt. Und das ist auch mega, mega toll. Wir standen da vor diesem Haber-Regal im Spielzeugladen und sie hat sich das direkt ausgesucht und fand das so toll. Und die Spiele kann ich wirklich absolut empfehlen. Die sind mega kindgerecht, super einfach zu verstehen und machen mega Spaß, auch noch als Erwachsener. Und das ist jetzt schon, glaube ich, unser 5. oder so davon. Die sind wirklich toll, kann ich also echt empfehlen. Dann gab es hier noch diesen Eiswagen von Oma und Opa, von der anderen Seite, also von meiner Seite Oma und Opa. Gab es hier noch diesen Eiswagen mit so Eis, was man hier so reinstecken kann. Und hier sogar so ein Eislöffel und hier eben noch Eis und sogar mit Glocke und alles. Und das fanden die Kinder so toll gestern. Die haben die ganze Zeit damit gespielt. Und ich mache einmal hier Licht an. Hier die Spielecke sieht noch katastrophal aus, weil die Kinder hier gestern natürlich total viel gespielt haben. Genau, von uns gab es ja den großen Trecker von Fendt. Der kam auch richtig, richtig gut an. Damit waren wir auch schon ganz oft draußen jetzt. Und genau, das war absolut ein Highlight gestern auch hier mit den ganzen Kindern. Genau, haben wir bei MyToys bestellt mit der Schaufel. Ja, wir sind auch bis jetzt sehr zufrieden. Aufbau war nicht so einfach, aber jetzt steht er. Und ich hoffe, Lia hat da sehr, sehr lange Freude dran. Sie schafft es noch nicht ganz hier zu treten, das ist einfach noch zu schwer. Aber sie hat ja auch alle Zeit der Welt, es zu lernen. Ist völlig in Ordnung. Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ich finde, der sieht auch total echt aus. Vorne mit den Lampen und sowas. Schon ein cooles Teil. Ich kann mal gucken, ob ich den Link finde. Der war bei MyToys im Angebot. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch im Angebot ist. Und ich habe auch noch irgendwie 10% bekommen, weil MyToys da gerade eine Aktion hatte. Genau, also ich verlinke euch den mal. Ich versuche es einfach mal, den zu finden. Und verlinke euch den dann. Ja, und sonst sieht das hier halt, ja, Kindergeburtstag, ne? Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen an Geschenken, aber ich glaube nicht. Wir haben hier oben noch überall Luftballons kleben und sowas. Aber ich werde das jetzt mal wegräumen. Lia ist jetzt bei der Tagesmutter und erzählt ja auch ganz fleißig, wie das war. Es war wirklich gestern ein sehr, sehr schöner Tag. Es war total es war nicht entspannt. Es war sehr, sehr stressig morgens noch, weil ich ja noch die Torte machen musste und sowas. Und ich war echt total K.O. Und ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft, bevor die Gäste kommen, alles fertig zu haben. Aber es ist nicht schlimm. Die Torte war mega lecker. Wir haben noch ungefähr die Hälfte übrig. Und alles allgemein, alles an Essen war mega. Ich hatte ja diese kleinen Hundenäpfe gemacht. Und wir haben ja aus Pizza diese Knochen gemacht. Das kam mega cool an bei den Gästen. Ja, und fand ich echt total cool auch, dass sie das so cool aufgenommen haben, wie ich das eben so in meiner Vorstellung hatte. Genau, das kam auch total gut an. Dann habe ich ja noch diese Blätterteigpfoten gemacht. Und was haben wir noch gemacht? So einen kleinen Salat habe ich gemacht mit verschiedenen Dips. Und meine Schwester hat auch noch was mitgebracht. Ja, das kam auf jeden Fall echt gut an. Es hat auch echt alles mega gut geschmeckt und alles so wirklich satt geworden. Und ja, war echt toll. Und ist es die Waschmaschine fertig gerade? Ich ja, fand das wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schön gestern. Und wir sind noch spazieren gegangen und auf den Spielplatz gegangen mit den Kindern. Das war auch richtig schön und es war halt auch einfach nicht so gestresst. Alle waren total ruhig, alle waren total entspannt, alle waren frei. Und das war das Schöne daran. Lia hatte richtig Spaß, sie hat mit meinem Bruder gespielt, mit den Kindern gespielt. Das war wirklich total toll. Genau. Also echt ein schöner Tag, ein schöner Geburtstag. Ich hoffe, Lia hat es auch gefallen. Ja, die war gestern auch so müde, die ist einfach komplett ins Bett gefallen und ist so schnell eingeschlafen. Ja, und ich werde jetzt hier aufräumen und sie dann nachher wieder vom Kindergarten abholen und dann werden wir ganz, ganz fleißig spielen. Sie hat nämlich heute Morgen schon unbedingt das Duplo-Set auspacken wollen. Aber ich habe ihr gesagt, wir machen das, wenn sie wiederkommt. Ja, und jetzt hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!